Heute geht es nach sehr langer Zeit mal wieder um Gerd Beyer, die Viper, mein guter Freund aus dem ehemaligen sozialistischen Ausland, den ich noch aus alten Zeiten kenne, den Neon Electronic Fan Club Volgograd, hat ein Song, wo die Viper gecovert hat, etwas abgemixt in dem sogenannten Vaporwave-Stil. Nun hat aber dieser Freund eine Urheberrechtbeschwerde bekommen, so uninteressant. Das Interessante ist, dass die Viper seinen Song gar nicht in das YouTube-Content-Hit-System eingepflegt hat, und was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass der Original-Song auf einem YouTube-Kanal hochgeladen wurde, wo tausende von Songs hochgeladen wurden. Ich frage mich, ob die Viper noch die Rechte an seinem Werk hat, oder ob er sie abgetreten hat. In der Videobeschreibung des Original-Songs steht, der rechte Inhaber wäre SSW Records. Nach kurzer Recherche stellte es sich heraus, dahinter steckte das Tonstudio aus Weiden, wo er seine Songs aufnimmt. So weit, so gut. Daraufhin hat mein Freund natürlich bei YouTube eine Gegendarstellung eingereicht, weil ja durch die Bearbeitung wurde ein unabhängiges Werk daraus. Daraufhin kam von YouTube eine Bestätigung mit. Darin heißt es, wurde Anspruch erhoben wurde von einer gewissen Danz Alter GmbH, was für mich weitere Fragen auf. Hat zum Beispiel die Viper keinen Anspruch mehr an seine Musik? Und was hat das Tonstudio in Weiding und dieser rechte Verwerter damit zu tun? Ich glaube, wir sind hier etwas ganz Großem auf der Spur. Bis jetzt konnte ich leider noch nicht mehr herausfinden. Ich wünsche euch noch einen tollen Restsonntag.